Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Online-Workshop Inhaltscenter Bibliotheken Teil 2 vom iPad zur Inhaltscenter-Komponente bis hin zur Kaufteilverwaltung per Inventor Inhaltscenter. Dazu starten wir gleich mal aus dem Inventor heraus. Sie sehen, wir benutzen natürlich auch hier wieder die Autodesk Data Management Lösung, Autodesk World Professional, aber wir wollen diesmal von der Inventor-Seite heraus das Ganze mal angreifen, gehen dazu in unseren Vault hinein und wollen mal von hier eine Datei öffnen. Und auch hier können wir natürlich sofort unsere Verknüpfung sehen und gehen mal hinein in den Bereich unseres Objektes, öffnen dieses und nehmen das in Bearbeitung. Auch hier werden wir natürlich wieder vom System begleitet bezüglich der Meldung, was wir mit unseren Eigenschaften gegebenenfalls noch tun müssen. Auch hier überwacht uns also das Datenmanagementsystem und unterstützt uns beim akkuraten Ausfüllen sämtlicher notwendiger Eigenschaften. Ich möchte jetzt hier diese Eigenschaften alle aktualisieren und habe hier meinen kleinen Lego-Stein. Ich denke mal, jeder von Ihnen kennt es vielleicht noch aus der eigenen Kindheit beziehungsweise von den eigenen Kindern, die kleinen feinen Plastesteinchen, welche uns ermöglichen, unsere eigene kleine Welt zu bauen. Und an diesem Beispiel möchte ich Ihnen einfach mal aufzeigen, wie schön mit Hilfe von Parametrisierung innerhalb des Inventors iParts realisiert werden können und diese dann natürlich innerhalb unseres Inhaltscenters auch verwaltet werden können. Dazu gehen wir als erstes mal hinein und schauen uns an, wie wir das Ganze aufgebaut haben. Wir haben also hier ein paar Parameter, benutzerdefinierte Parameter hinterlegt und einen einzigen Parameter auch noch mit reingebracht, welcher eine Rechnung darstellt. Das heißt also, auch hier haben wir nochmal eine entsprechende Information mit reingebracht. Gehen wir also vom Typ des Steinchens von 1 auf 2 von mir aus und schauen uns das Ergebnis mal an. Sieht das Ganze natürlich dann so aus. Wir haben entsprechend zwei Steinchen und diese Funktionalität lässt sich innerhalb der Parametrisierung des Inventors nahezu beliebig ausweiten und entsprechend nutzbar machen. Wir gehen aber wieder zurück, wollen erstmal bei einem beginnen und uns mal anschauen, was wir hier mit iParts machen können. Dazu gehen wir auf die Registerkarte Verwalten und finden dann hier im Umfeld der Gruppe Autor auch die Möglichkeit, iParts zu erzeugen. Dazu gibt es erstmal zwei grundsätzliche Unterscheidungen innerhalb des Bereichs von iParts. Wir haben zum einen von Norm-iParts und zum anderen von benutzerdefinierten iParts zu sprechen. Ein iPad, wie wir es jetzt hier vorliegen hätten oder welches wir hier erstellen wollen, ist ein ganz klassisches benutzerdefiniertes iPad. Entschuldigung, ganz klassisches Norm-iPad, benutzerdefiniert kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal, weil es sind hier ganz klar Regeln hinterlegt. Das heißt also, es gibt das Objekt nicht in einer Beliebigkeit, sondern in gewissen Abstufungen, in gewissen Ausprägungen oder in gewissen Materialien. Ein klassisches Beispiel für ein Norm-iPad sind natürlich auch unsere Normteile, weil jede Schraube innerhalb ihrer Normreihe ist natürlich irgendwo so aufgebaut, dass sie eigentlich immer nur eine Vergrößerung in gewissen Inkrementen von ihrer vorhergehenden Darstellung ist. Schauen wir uns nun mal an, was wir hier machen. Dazu will ich aber gleich nochmal den auch bereinigen, dass wir ihm hier sagen, ich möchte hier mit einem beginnen. Fertig. Wir speichern das nochmal und gehen wieder rein in den Bereich iPad erstellen. Wir haben also hier sämtliche benutzerdefinierte Parameter gleich zur Auswahl. Das heißt also sämtliche Parameter, welche wir innerhalb der Parametersteuerung des Inventors als benutzerdefiniert angelegt haben, werden uns auch gleich in der Auswahl zur Verfügung gestellt. Ich kann hier natürlich beliebig weitere Parameter hinzufügen. Zum einen natürlich Parameter, welche aus dem Modell herauskommen. Es können aber auch Eigenschaften sein, Properties, die direkt aus dem Inventor heraus mit in das System hineingebracht werden und die mit somit natürlich auch irgendwo aus unserem Datenmanagementsystem herauskommen können, wie wir es zum Beispiel im BLCAD-Systemhaus, also unserer Firmenbenennung hier, dann auch sehen. Natürlich sind auch physikalische Parameter hier verwendbar und mit in das System
integrierbar. Das heißt, ich kann also auf Basis meiner iPad-Generierung natürlich auch die Varianz auf das Material beziehen. Weiterhin lassen sich verschiedene Objekte, Feature unterdrücken. Wir können iFeature implementieren, iMates, ganz kurz iMates, eine Seite einer Abhängigkeit. Arbeitselemente, die natürlich gezielt definiert werden können, Gewindedefinition und beliebig andere Objekte, welche ich hier noch mit hineinbringen kann. Gehen wir mal zurück auf unser erstes Register, Parameter, und wir sehen jetzt hier unsere benutzerdefinierten Parameter, welche uns zur Verfügung gestellt worden sind. Und ich möchte als erstes mal definieren, dass unser Parametertyp der entscheidende Schlüssel ist. Das heißt also, wir definieren unseren Parametertyp als Schlüssel für unsere Umgebung. Jetzt kann ich natürlich in das System hineingehen und dementsprechend hier Zeilen hinzufügen. Das heißt also, durch das Hinzufügen einer Zeile hätte ich eine weitere Variante, welche sich aber im Umfeld ihrer Darstellung noch nicht weiter geändert hat. Daher gehen wir jetzt mit einer weiteren nochmal mit rein und hätten somit drei unterschiedliche Zeilen, welche aber bisher noch die gleiche Dimensionierung, den gleichen Inhalt haben. Das bestätigen wir dem System soweit und ich möchte einfach das Ganze, weil es sich besser nach meinem Dafürhalten innerhalb des Excels bearbeiten lässt, mal mit der Tabellenkalkulation bearbeiten und wir sind innerhalb unserer Umgebung für die Tabellenkalkulation. Dann machen wir als erstes Folgendes. Wir gehen mal hier rein und sagen dem System, ich möchte, dass das gleich dem Wert 8 mal unserem Typ ist. Bestätige die Eigenschaft und wir nehmen hier aber gleich mal raus, sagen 1, 2 und 3. Schauen wir mal, was wir hier haben. Da habe ich F2, jawohl, ist korrekt. Und wir wollen den hier mal runterziehen und sehen dann dementsprechend auch unsere Rechnung, die hier hinterlegt wurde. Jetzt schmeiße ich hier einfach der Übersichtlichkeit halber nochmal unsere entsprechenden Millimeter mit raus. Die benötige ich in diesem Umfeld nicht. Wir sagen also dem System, suche mal nach allem, was Millimeter ist und ersetze das hierdurch. Alle ersetzen. Okay, schließe das Ganze. Weiterhin will ich meine Lego-Steine bezüglich ihrer Bezeichnung und bezüglich der Eindeutigkeit innerhalb ihrer Umgebung nochmal definieren. Dazu sagen wir ihm hier, das soll sein ein Lego 1, das ist ein Lego 2er und das ist ein Lego 3er. Die Werte jeweils gebe ich wieder hier mit rein. Wir sagen also auch hier, als Bauteilnummer soll dann jeweils der Wert genommen werden und auch das ziehen wir über die gesamte Spalte. Ich speichere meine Information, schließe entsprechend meine Excel-Umgebung und lasse das System nun meine entsprechende iPad-Funktionalität hier innerhalb des Inventors wieder einbringen. Und hier können wir schon mal schauen, wie verhält sich unser Objekt. Und da sehen wir, ich habe jetzt also das erste tabellengesteuerte Teil hier in dieser Umgebung auch schon mal erzeugt. Wir haben ja jetzt nicht Beliebigkeiten hinterlegt, sondern wir können halt 1er, 2er, 3er definieren und auswählen und diese natürlich dann auch innerhalb unserer Baugruppen verwenden. Schauen wir uns das mal an. Dazu öffnen wir uns als erstes mal eine ganz normale Normbaugruppe und wollen in dieser Normbaugruppe nun mal ein Objekt platzieren. Gehen mal in unser Lego hinein, öffnen das und sehen hier als erstes auch schon die Abfrage unserer Schlüsselspalte und ich kann hier dann natürlich entsprechend meine Werte, so wie ich sie benötige, auswählen und diese dann dementsprechend auch benutzen. Wir schließen das Ganze und ich habe jetzt hier meine Varianz reingebracht. Dabei können wir natürlich innerhalb dieser Umgebung jederzeit drangehen und sagen, ich möchte die Komponente nochmal ändern, will jetzt hier vielleicht doch nur den Einer haben und mein Einer wird in der Umgebung verbaut.
Wir schließen unsere Baugruppe, der Test hat soweit funktioniert und sind wieder in unserem Basisteil, also in unserem iPart. Hierbei ist natürlich auch gleich zu sehen, unser Objekt hat sich etwas geändert in der Darstellung innerhalb des Browsers. Wir haben also hier so etwas wie eine Tabelle an dem Symbol unseres Teiles dran und unsere entsprechenden Objekte hier auch hinterlegt. Wir wollen jetzt dem System noch beibringen, dass ich meine entsprechenden Dateien hier noch generiert haben möchte. Das heißt also, für alle Varianten sollen die Dateien generiert werden, die dann dementsprechend einem dazugehörigen Unterordner auch abgelegt werden. Möchte ich nun ein solches Norm-iPart innerhalb meines Inhaltscenters verwalten, kann ich das über die entsprechende Funktionalität unseres Inhaltscenters tun. Dazu gehen wir als erstes mal hinein und sagen dem System, ich möchte in meiner Datenbank Workshop gegebenenfalls Änderungen vornehmen. Das heißt also Änderungen vornehmen in der Form, dass ich dem System sage, ich will hier gegebenenfalls Kategorien anlegen, Kategorien verändern, wie zum Beispiel diese hier, die ich lösche, oder halt das Objekt in einen schon vorhandenen Kategorie-Ast Zweig hineinbringen, und damit wir uns hier einen vernünftigen aussuchen, gehen wir mal in den Bereich zusammengeführte Ansicht, sagen dem System, das Ganze setzen wir in sonstige Bauteile, und damit wir das beschreibbar benutzen können, gehen wir ran an unsere Kategorie sonstige Bauteile und kopieren uns diese Struktur in unsere Bibliothek Workshop. Farblich kriegen wir hier aufgezeigt, dass wir nun in unserer Bibliothek Workshop die entsprechende Kategorie zur Verfügung haben, und wir wollen hier drunter nochmal eine entsprechende Hinterlegung vornehmen. Das heißt, ich möchte hier nochmal eine entsprechende Kategorie mit reinbringen. Innerhalb des Workshops möchte ich also die Unterkategorie Lego erzeugen. Stetige die Eingabe, habe nun meine Kategorie hier Lego, bisher noch mit einem Standard-Symbol, das kann man natürlich jederzeit wieder modifizieren, eigene Symbole hinterlegen, aber das sehen wir zu einem späteren Zeitpunkt dann auch nochmal konkreter. Ich bestätige die Eingabe, gehe jetzt auf die Funktionalität des Publizierens meines Bauteils. Wir bekommen hier natürlich als Auswahl gleich unsere beschreibbare Bibliothek aufgezeigt. Sollten wir mehrere beschreibbare Bibliotheken haben, hätten wir die innerhalb dieses Flyouts zur Verfügung stehend. Wir gehen noch weiter, sagen dem System, ich möchte das Ganze über sonstige Bauteile in die Kategorie Lego einfügen. Weiter. Parameter explizite haben wir hierfür nicht. Weiter. Und als Schlüsselspalte, das hatten wir im iPart schon definiert, soll der Typ gelten. Weiter. Den Familienordnernamen nennen wir mal Lego. Die Familie nennen wir auch Lego. Familienbeschreibung möchte ich jetzt nicht als Norm-iPart haben, sondern das soll Lego-Bausteine sein. Der Hersteller ist wiederum Lego. Die Information, welchen wir im unteren Bereich einbringen in unsere Familie, in unsere Inhaltscenter-Komponente, beziehen sich auf unsere entsprechenden Filter, wie wir später sehen werden. Und wir definieren hier weiter, publizieren das Ganze und haben hier die Rückmeldung unserer Bibliothek, dass erfolgreich publiziert wurde. Somit ist unser Teil jetzt innerhalb unseres Inhaltscenters zur Verfügung. Das heißt, auch hier gehen wir nochmal rein in eine ganz normale Baugruppe, speichern uns diese Baugruppe. Ups, das wollen wir jetzt mal gerade nicht. Das waren unsere Data Standards, die will ich mal ausschalten. Wir speichern das Ganze, legen das ab und möchten hier aus dem Inhaltscenter heraus aus unserer Kategorie Lego unseren Stein platzieren und sehen, dass wir hier unsere entsprechenden Auswahlkriterien haben und wir die dementsprechend auch innerhalb der Baugruppe verwenden können. Dieses Objekt wird natürlich innerhalb unseres Browsers dann auch als Inhaltscenter oder als Bibliothekskomponente aus dem Inhaltscenter definiert und hinterlegt.
Und wenn wir jetzt unserem System sagen, checke das entsprechend ins Boot wieder ein, ich gebe also unsere entsprechende Information dahinter, dann würden wir diese Informationen natürlich innerhalb unseres Inhaltscenters auch wiederum sehen. So viel vielleicht zu einem normbasierenden iPad oder einem Norm-iPad. Wir wollen uns mal die nächste Möglichkeit anschauen. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass wir auch benutzerdefinierte iPads zur Verfügung haben. Das heißt also iPads, welche nicht auf einem fixen Kriterium oder einer Reihe von Kriterien definiert sind, sondern welche einen Wert beinhalten können, welcher variabel ist. Und ganz klassisch dafür sind natürlich unsere entsprechenden Profile. Das heißt also, wir gucken uns mal an, was wir hier zur Verfügung haben als Profil. Dazu öffnen wir uns aus unserem Bolt heraus mal unser Objekt. Und zwar den Querschnitt als DWG. Gucken wir mal, welchen wir hier nehmen. Jawohl, den nehmen wir. Wir importieren unsere DWG. Ich habe mir das Ganze bei der Firma Kist Maschinenbau oder Maschinenbau Kids ausgeliehen und hole mir diese DWG mal in meinem Inventor. Ich importiere also. Wir wollen hier alles haben. Sie sehen hier schon unseren Querschnitt. Weiter und wichtiger Punkt, Endpunkt mit Abhängigkeiten versehen, dass wir also gleich eine geschlossene Kontur bekommen. Wir lassen das Ganze fertigstellen und haben hier unser Objekt innerhalb des Inventors auch dargestellt. An diesem Querschnitt werden wir jetzt als Anwender ja nichts weiter modifizieren. Das heißt also, wir nehmen hier keine Änderung vor, sondern den Querschnitt benutzen wir halt so, wie er uns zur Verfügung gestellt wird. Daher sorge ich auch gleich dafür, dass hier eine entsprechende Fixierung hinterlegt wird. Ich markiere also die gesamte Geometrie und sage dem System, setze mal meine Kontur fix. Damit sind wir in der Skizze auch schon fertig. Und was wir hier noch definieren, ist, dass wir einen definierten speziellen Parameter festlegen. Dieser spezielle Parameter wird benötigt, damit wir das Objekt nicht nur einfach im Inhaltscenter verwenden können und es von da aus platzieren können, sondern damit wir dieses Objekt auch innerhalb unserer Umgebung als Strukturelement verwenden können, das heißt über den Gestellgenerator, damit natürlich auch unsere Rahmenkonstruktion realisieren. Dieser Parameter, den wir damit reingeben müssen, ist der Parameter getriebene Länge. GL nennen wir ihn und wir sagen dem System, der soll mal 100 sein, bestätigen die Eingabe mit fertig und haben innerhalb der Parameterumgebung die Informationen, die wir benötigen, eingebracht. Sagen dem System jetzt, ich möchte eine Extrusion dieses Profils haben mit unserem Parameter getriebene Länge und bestätige die Eingabe. Soweit ist unser Objekt jetzt hier auch schon vorbereitet und kann natürlich jetzt zu einem entsprechenden iPad auch gemacht werden, einem iPad mit benutzerspezifischen Eingaben bezüglich der Länge. Dazu gehen wir wiederum in den Bereich unseres Verwaltens, sagen dem System, ich möchte ein iPad erstellen, habe hier wieder unseren Parameter GL. Dieser Parameter GL ist für uns auch der Schlüsselparameter. Das heißt also, wo wir eine Eingabe vornehmen und, wir wollen ja nicht Schlüsselparameter in dem Falle, wir wollen ja einen benutzerdefinierten Parameter vorgeben und dieser benutzerdefinierte Parameter hat einen gewissen Bereich. Der kleinste mögliche Wert soll 10 mm sein, der größte mögliche Wert soll die vom Hersteller vielleicht vorgegebene Lieferlänge sein. Wir haben jetzt also einen Bereich von 100 mm bis 6000 mm definiert, in welchem wir die Länge unseres Objektes entsprechend variieren können. Wir bestätigen die Eingabe mit OK und haben auch hier wieder unser
entsprechendes Bauteil. Auch da speichern wir einmal. Das legen wir mal in die 2 ab. Speichern das von mir aus als Bauteil 8 erstmal weg und gehen in die Umgebung unserer Baugruppe. Hier wollen wir jetzt ein Objekt platzieren, und zwar aus dem Umfeld 2 wollen wir das Bauteil 8 platzieren und bekommen hier gleich die Abfrage für unseren Wert. Da gehen wir mal ganz bewusst jetzt 7000 ein. Sie sehen, der Wert ist nicht zulässig, und auch 10 als Wert lässt sich hier nicht eingeben. Wir definieren also, dass wir hier von mir aus 2500 haben wollen. Okay. Und ich habe mein Objekt in der Länge 2500 platziert. Das wäre jetzt ein benutzerdefiniertes iPad, welches wir natürlich in dieser Form, so wie wir es gesehen haben mit unserem Lego-Stein, auch innerhalb des Inhaltscenters platzieren können. Aber das soll uns in diesem Falle nicht ausreichen, sondern wir wollen hier noch ein bisschen mehr machen. Ich gehe also nochmal zurück in unser entsprechendes Bauteil hinein und sage dem Bauteil als erstes mal, wir wollen die Tabelle mal bearbeiten, geben hier mal den Wert 100 ein. Haben unser Objekt also hier jetzt hinterlegt und mit der Länge 100 definiert erstmal. Ich möchte dieses iPad nun in ein Strukturprofil umwandeln. Das heißt also, das System möchte von mir wissen, in welche Kategorie ich damit will. Ich will in die Kategorie Sonstige. Hierbei ist es auch wieder möglich, jederzeit zu sagen, dass ich eine Kategorie für die einzelnen Hersteller, ob das nun Bauerprofile, ob das Bosch ist, ob das von mir aus KISS Maschinenbau ist, wer auch immer, kann ich natürlich, so wie Sie es vorhin mit Lego gesehen haben, eine eigene Kategorie definieren. Wir prüfen gleich mal, ob unser Parameter hier auch sauber hinterlegt wird, und auch hier können wir erkennen, es gibt natürlich verschiedenste Parameter innerhalb unserer Strukturelemente. Das heißt also, es gibt optionale Parameter und es gibt verbindliche Parameter. Dabei werden die optionalen Parameter bei dieser Zuweisung mit so einem leichten Gelbton hinterlegt. Innerhalb der Eigenschaften der Familienkategorien im Inhaltscenter ist natürlich auch ersichtlich, was sind verbindliche und was sind optionale Parameter. Und da sehen, da haben wir natürlich eine ganze Menge wie Widerstandsmomente, Trägheitsradien, Trägheitsmomente etc., die ich hinterlegen kann. Das sind natürlich ganz wichtige Informationen, wenn ich mit Hilfe dieser entsprechenden Objekte meine Berechnungen über den Gestellgenerator realisieren möchte. Diese Informationen, gerade was so Widerstandsmomente angeht etc., kann ich natürlich berechnen, ist dann halt ein bisschen komplexer, umso komplexer meine Geometrie ist. Aber im Regelfall bekommen Sie die auch von Ihrem Lieferanten zur Verfügung gestellt. Also sprich, bei dem Beispiel, welches wir hier vorliegen haben, hätte ich die direkt von der Webseite des Herstellers auch mitbekommen können. Gehe ich den Weg, wie wir ihn jetzt gegangen sind, dass ich also mein iPad, mein in diesem Fall benutzerdefiniertes iPad, per Strukturprofil innerhalb des Inhaltscenters platzieren möchte, kann ich das natürlich auch direkt aus dieser Vorbereitungsumgebung heraus realisieren. Wir gehen also gleich in den Bereich Jetzt publizieren. Okay. Durch die Vorbereitung, die ich vorgenommen habe, wurde mein Objekt etwas verändert. Sie sehen also, dass aus meiner Extrusion jetzt ein Körper geworden ist, wir hier eine getriebene Länge drin haben und eine Start- und eine Endebene definiert wurde. Wir landen wieder in unserer Bibliothek Workshop. Wir hatten dem System ja schon in der Vorbereitungsphase gesagt, ich möchte das Ganze im Bereich der sonstigen Profile ablegen. Wir gehen hier also auf Weiter. Können nochmal prüfen, ob unsere entsprechenden Informationen noch sauber hinterlegt worden sind. Die Basislänge soll natürlich hier mit rein. Jawohl. Und als Auswahlschlüsselspalte soll hier unsere Länge gelten. Weiter. Und hier nehmen wir nochmal die Informationen mit dabei, dass wir dem System sagen,
nimm das mal als MK 20 40.30 ins System hinein. Herstelle in dem Falle MK weiter und publiziere das. Die Publikation ist erfolgreich abgeschlossen. Und wir schauen gleich mal, wie sich das Ganze denn innerhalb einer Baugruppe darstellen würde. Dazu habe ich hier schon mal eine Baugruppe vorbereitet. Das heißt also, wir haben hier eine Baugruppe, wo eigentlich nichts anderes drin ist als eine kleine Hilfskonstruktion, so ein Bauraum. Und diesen Bauraum wollen wir jetzt mal mit entsprechenden Informationen belegen. Das heißt also, wir gehen in den Bereich Umbenannt hinein, sehen jetzt hier unsere Familie, die wir hier definiert haben, können noch an dem Material individualisieren und schauen uns das Ganze mal von der Seite an, wählen die Objekte aus, die wir belegen wollen, bestätigen die Eingabe, bekommen unsere entsprechenden Profile erzeugt. Und diese Profile, welche wir jetzt hier erzeugt haben, können wir dann so behandeln wie die Ihnen bekannten Standardprofile aus dem Inventor heraus. Das heißt also, alle Informationen oder auch Möglichkeiten stehen uns hier zur Verfügung, wenn ich an die Bearbeitung denke. Wir greifen uns also die Objekte mal, nehmen das und schneiden das auf die Länge zu. Das heißt also, ich habe jetzt dafür gesorgt, dass wir hier keine von unseren Füßen, keine Überschneidung, keine Kollision mehr im Bereich unserer Rahmengruppe, unserer oberen haben. Und da wollen wir jetzt auch nochmal mit Gärungen dran gehen. Das heißt also, ich lasse das System hier die entsprechenden Entenbearbeitungen ausführen. Auch auf der Seite machen wir das noch. Und wir haben unser Rahmenprofil jetzt hier reingebracht, können natürlich diese Informationen über unsere Stückliste auswerten, Zuschnittlisten erzeugen etc. und das Ganze bis in die Gestellanalyse weiter verfolgen. Gehen wir nun zu unserem letzten Ansatz, und zwar Kaufteilverwaltung. Jetzt habe ich hiermit ja eigentlich Halbzeuge gehabt. Okay, unser Legostein könnte als Kaufteil gelten, aber es kann natürlich auch beliebig andere Kaufteile innerhalb des Inhaltscenters verwaltet werden. Das heißt also, ich kann mir auf den Webseiten der verschiedenen Hersteller die ein oder andere Geometrie ja besorgen. Das heißt, im Download bekomme ich zum Beispiel von der Firma Grundfos meine entsprechenden Pumpen zur Verfügung gestellt, wenn ich die benötige. Das heißt also, ich greife mal diese TP290, das ist eine Pumpe von der Firma Grundfos, die wollen wir mal bearbeiten und mal entsprechend vorbereiten. Das heißt also, ich habe die auf der Webseite heruntergeladen, habe die Geometrie hier schon entsprechend aufbereitet. Das heißt also, wir haben hier nichts anderes als unseren Basiskörper. Wir können innerhalb des Inhaltscenters nur Einzelteile verwalten. Das heißt, ich habe hier jetzt die Informationen, die ich benötige, schon so zusammengefasst, wie ich sie benötige. Und ich habe eine weitere Vorbereitung getroffen. Ich habe dem System schon gesagt, du sollst später mal im Bereich Rohre und Leitung verwendet werden. Dazu kann ich natürlich gerade bei, sage ich, einer Inline-Pumpe dem System sagen, ich habe hier Verbindungstyp oder der Typ des Objektes ist sonstiges in meinem konkreten Falle, Verbindungen habe ich 2. Das Ganze soll mit Flanschansatz und mit der Nenngröße 200 realisiert werden. Dabei können wir natürlich hier jetzt noch verschiedene Informationen bezüglich unserer Isometrics-Ausgabe realisieren. Das heißt also, ich kann dem System natürlich hier noch mitgeben, was soll das gegebenenfalls sein, um später halt innerhalb der Umgebung, wenn wir einen PCF-File auslesen, die entsprechenden Informationen auch sauber übertragen zu können. Ich breche das aber nochmal ab, weil wir hier uns nochmal unsere Kategorien anschauen wollen.
Dazu gehe ich nochmal in den Editor für unsere Inhaltscenter-Komponenten hinein. Und ich habe hier schon die Kategorie Rohre und Leitungen mal in meine Bibliothek Workshop kopiert, sie also als Objekte hier hinterlegt, als leere Objekte ganz konkret in diesem Falle auch hinterlegt. Gehen wir jetzt auf den Bereich Fittings und sagen dem System, ja, das soll sich ja verhalten wie ein Fitting. Sehen wir natürlich, dass wir hier gewisse Kategorieeigenschaften haben, die hinterlegt worden sind, und ganz wichtig dabei für uns der Bereich des Parameters oder der Parameterangaben. Und da sehen wir jetzt hier auch schon die entsprechenden erforderlichen Zuordnungen wie auch die optionalen Zuordnungen. Ich sprach vorhin schon davon, dass wir natürlich erforderliche Informationen haben und optionale Informationen innerhalb einer jeden Kategorie oder Familie. Ich will hier drinnen eine weitere Kategorie erstellen. Die Kategorie nennen wir mal Pumpen. Und hierbei greifen wir nun mal auf ein Bild zurück, nehmen wir unser Pumpen-Bitmap, auch für das größere Alternativbild nehmen wir ein Pumpen-Bitmap mit rein und sehen jetzt hier auch wieder unsere entsprechenden Parameter, welche erforderlich sind, Nenngrößen, Anzeigename, Nennweiten etc. Und das bestätigen wir und wir bekommen hier unsere Pumpe angezeigt. Das heißt also, diese Pumpe oder die Kategorie ist das, wo meine Pumpe nachher auch drinnen landen soll. Wir schauen nochmal in den Bereich Rohre und Leitung, gucken, ob wir hier alles definiert haben, auf beiden Seiten unsere Anschlüsse definiert sind, die ganze Geschichte auf beiden Seiten mit Flansch definiert wurde, bestätigen wir das und sagen dem System, jetzt möchten wir publizieren. Auch hier landen wir wieder in unserer beschreibbaren Bibliothek Workshop, gehen auch weiter. Suchen uns jetzt unsere Kategorie Pumpe raus, auch hier auf Weite, können schon sehen, wir hatten ja in der Vorbereitung die Nennweite definiert, dass die entsprechenden Informationen übernommen worden sind. Und Sie sehen auch hier wieder, nicht alle Informationen sind verbindlich, sondern nur die Nenngrößen sind in unserem Falle verbindlich. Nehmen mal die Bauteilnummer als Schlüsselspalte. Die Bauteilnummer ist in dem Falle unsere Typbezeichnung, also auch so wie die Datei heißt. Wir gehen auch weiter. Nehmen hier jetzt mal die Firma Grundfos an. Weiter und publizieren das Ganze. Publikation ist erfolgreich abgeschlossen und wir können diese Daten auch schließen und an unser Datenmanagementsystem zurückgeben. Das brauchen wir nicht und auch den letzten brauchen wir nicht. Wir gehen wieder in das Wohl zurück und wollen uns jetzt hier mal eine kleine Baugruppe anschauen, wo wir schon einen Root gelegt haben, wo also schon gewisse Informationen hinterlegt worden sind. Wir haben hier eine 200 N-Weite mit den Rooted System Funktionalitäten des Inventors definiert. Das heißt also, die Route können Sie hier auch sehr schön sehen. Und wir wollen mal reingehen in unsere Route. Und ich möchte jetzt auf dieser Route unsere Pumpe platzieren. Dazu schauen wir mal rein in unsere Kategorie Pumpe. Hier haben wir sie. Wählen entsprechend der Bauteilnummer das alles aus. Unsere Pumpe hängt dann auch gleich an unserem Cursor. Da haben wir sie. Und auch hier können wir wieder dementsprechend diesen Snap sehen. Das heißt also, das System erkennt, dass es sich hierbei um eine Inline-Komponente aus unserem Inhaltscenter handelt. Wir sehen, es werden entsprechend den Konventionen unseres Stils unsere Gegenflansche gesetzt, unsere Objekte eingepasst und wir haben unsere Informationen, welche wir benötigen, in die Umgebung eingebracht. Somit können wir also auch nahezu beliebig Informationen
in unser Inhaltscenter integrieren und mit all den Funktionalitäten, welche Ihnen das Inhaltscenter bezüglich der Spalten, bezüglich dem automatischen Füllen und Mappen von Eigenschaften zur Verfügung stellt, verwalten. Ob es sich nun um Artikelnummern handelt, ob es sich um beliebig andere Informationen, die an einem solchen Objekt dranhängen können, handelt. Wir können hier beliebig Spalten mit eingeben. Auch hier jederzeit also die Möglichkeit wiedergegeben zu sagen, ich will meine Artikelnummer hinterlegen. Möchte das Ganze für dieses Objekt jetzt mit dem Artikel 1, 2, 3, 4, 5, 6 hinterlegen und ich will die Informationen, die wir hier haben, halt in unserem Umfeld der Bestandsnummer wieder auftauchen sehen, übergebe also das in die Inventoreigenschaft Bestandsnummer, bestätige die Eingabe, sehe, dass es jetzt hier eine Modifikation gegeben hat, auch hier können wir das nochmal anhand des Blitzes erkennen. Wir sagen dem System Anwenden unserer Änderungen, haben die Informationen jetzt hier mit integriert, bestätigen das, fertig, speichern das Ganze nochmal. Und lassen das aktualisieren. Sofort wird vom System zurückgemeldet, das, was wir hier verbaut haben, unsere Komponente ist im Gegensatz zu dem Zustand zum Zeitpunkt des Verbauens verändert worden. Klar, wir haben die Artikelnummer mit dran gebracht. Wir sagen dem System, aktualisiere unser Objekt. Es werden also die Informationen hier hinterlegt. Dazu gibt es natürlich die bei fast allen Prozessen eine entsprechende Hinterlegung und wir haben unsere Informationen in das System hineingebracht und können jetzt anhand unserer Eigenschaften natürlich auch unsere Bestandsnummer hier drin sehen. Natürlich können Sie das mit Armaturen, mit Pumpen, mit allen Objekten machen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Grundsätzlich gilt dabei in erster Linie als Ziel, Sie müssen aus dem, was Sie als Kaufteil haben, ein wirkliches Einzelteil, also die Kaufkomponente muss zu einem einzigen Teil werden und kann dann natürlich in die verschiedensten Umgebungen hineingebracht werden. Das können Verbindungselemente sein, das können Strukturelemente sein, das können aber halt auch solche Rohre- und Leitungskomponenten bzw. Elektrokomponenten sein. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit meinen Ausführungen einen kleinen Einblick in weitere Möglichkeiten des Inventor-Inhaltscenters geben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch eine gute Zeit und sofern Sie noch Fragen haben, können Sie natürlich gerne jederzeit auf uns zukommen.